So, ich darf euch recht herzlich wieder begrüßen zu einer weiteren Folge der Kanalvorstellung. Ihr seid wieder gefragt, ihr habt mich gefragt, ob ich euch vorstellen kann. Ich habe aber diesmal einen Kanal vorgezogen, weil er mich angesprochen hat. Ja, und bevor es losgeht, eine kleine Sache in eigener Sache. Eine kleine Info in eigener Sache. Wenn ihr auf Twitch vorbeischaut. Ich mache dort fast täglich Livestreams, wie auch auf YouTube eben meine Let's Plays täglich kommen. Fast täglich kommen auch auf Twitch meine Livestreams. Den Link zu meinen Livestreams findet ihr in der Beschreibung oder auf meinen anderen Videos. Und ich stelle euren Kanal ins Rampenlicht, meine lieben Freunde. Bewerbt euch wieder zahlreich. Verlinkt Freunde von euch oder was auch immer. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß und lasst bei diesem Kanal euer Abo da und euer Feedback. Wir schauen da jetzt mal gemeinsam rein. Es handelt sich um den lieben Hobbybauer Gaming. Ja, ich habe das Abo kurz beendet, damit ich euch den Kanal-Intro zeigen kann. Ich will euch alles ganz genau wieder zeigen, wie bei den anderen Kanälen. Ja, und das Titelbild zeigt ja, um was es geht. Er macht Gaming im Simulationsbereich, vor allem Farming Simulator wahrscheinlich, das sehen wir uns gleich mal an. Hat ein tolles Titelbild, aber sein Profilbild lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Kann natürlich passieren. Und jetzt schauen wir uns mal sein Intro an vom Hobbybauer Gaming Kanal. Wow, kurz, schmackig, aber ein richtiger Profi, unser Hobbybauer-Gamer. Wir schauen mal kurz in die Kanal-Info. Er hat 149 Abonnenten, das wissen wir bereits. Und er ist seit 5.3.2017 dabei, also bald mal ein Jahr, 2 Monate noch, dann feiert er sein Jahr-Jubiläum. Moin, ich zocke gerne und streame gerne. Wenn es dir gefällt, dann zeigen wir das mit deinem kostenlosen Abo. Auf meinem Kanal habe ich 2017 mit Gaming angefangen, wie zum Beispiel Landwirtschaftssimulator 17 oder ETS 2 und ETS 2MB. Das weiß ich nicht ganz genau, was das ist, aber vielleicht finde ich es ja im Verlauf dieser Aufnahme raus. Ich streame meistens Freitag und Samstag, denn du musst verstehen, ich bin Schüler und muss unter der Woche in die Schule und muss lernen und Hausaufgaben machen. Wow, zum TS. Das ist ein TS-Kanal. Ausrüstung, Lenkrad, wow, mit Schaltung Logitech, ein Mikrofon, okay, Kondensator, Mikrofon, GDK1 und so weiter und so fort, Grafikkarte, wow, nicht schlecht, hat auch eine Community auf Facebook, eine coole Webseite wahrscheinlich. Instagram PC und Instagram Handy, keine Ahnung, wenn es beides Instagram Sachen sind, dann braucht man es wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal in seine Playlist rein. In seine Playlist hat er nur Landwirtschaftssimulator und ETSMB Fortnite Battle Royale. Ist er gerade jetzt live? Ne, vor 18 Stunden war er live. Schauen wir mal rein in ETS 2. Gibt es hier irgendwas? Euro Truck Simulator heißt es. Steht hier ganz unten. Ja, das ist einer seiner Livestreams. Ein paar nette Worte für 2018. Schauen wir mal, was er für netten Worte 2018 übrig hat.
mal kurz leise. So, ja, ich mache nebenbei ein Video, was zum Hochladen ist. Ja, ein bisschen lauter, ein bisschen mehr sprechen, ein bisschen mehr reinhauen, dann kommt das natürlich. Du spielst Fortnite Battle Royale. Wenn du willst, können wir heute auch noch zocken. Das ist gar kein Problem. Und wenn du Lust hast, melde dich einfach. Ja, ich finde, du machst vor allem deine Intros ziemlich geil. Davon hätte ich auch gern ein bisschen was beigebracht. Und wenn du willst, können wir gerne mehr miteinander zocken. Deine Simulationen interessieren mich sehr. Selber habe ich auch schon Landwirtschaftssimulator auf der PlayStation 4 gezockt. Euro Truck Simulator, weiß ich nicht, ob mich das ansprechen würde. Aber Fortnite, was du zuletzt gezockt hast, würde mich sehr interessieren. Ja, vielleicht bist du auch heute bei meinen Livestreams dabei, weiß man noch nicht. Ich starte heute nämlich auch eine Fortnite Battle Royale Nacht. Und ja, im Großen und Ganzen, weil du mir geschrieben hast, es interessiert die Leute nicht, Simulator. Naja, du musst andere Leute auch anschreiben, ihnen Feedback geben, so viel wie möglich Feedback geben, dann finden sie auch deinen Kanal. Schreib einfach Hallo, cool, cooles Video, bla 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 und was dir alles so einfällt. Und ja, wie gesagt, ganz einfach, ganz easy, so wie ich dich angeschrieben habe, so hast du mich auch gefunden. Und weil ich deinen Kanal echt extrem geil fand, finde ich, du hast ein Riesenpotenzial zu mehr Zuschauern. Sage ich sehr wenigen, denn ich merke, du hast es wirklich. Müsstest nur vielleicht ein Rode-Mikro dir besorgen, dann klingst du auch viel lauter und deutlicher. Ja, und wenn du Lust hast und Laune hast, können wir heute Fortnite spielen. Und ihr, liebe Leute, euch sage ich noch, wenn ihr ihm ein Abo da lasst, aktiviert auch die Glocke, speichert es ab und na, es ist nicht gegangen, okay, ich muss es so machen, und speichert es ab, dann erhält ihr vom Hobbybauer Gaming Kanal immer die neuesten Videos, die neuen Livestreams und ja, wenn ihr euch bewerben wollt, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Wenn ihr mit mir gemeinsam zocken wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ich mit jedem Einzelnen ein Projekt starten könnte. Und ja, zusammen sind wir ein starkes Team, liebe Kernel-Community. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wenn du meinst, dein Kanal sollte ins Rampenlicht, dann mit deinen Fingern ab in die Tasten und reinhauen, mich überzeugen. Ich stelle als nächstes dann deinen Kanal vor und ich wünsche euch noch einen schönen, erholsamen Abend. Ciao, ciao.